Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Fly X-Plane 11. Ja, das ist die vierte Folge. Was haben wir bisher gemacht? Wir haben starten gelernt, wir haben landen gelernt und wir haben die Platzrunde geflogen. Und damit sind wir aber noch nicht am Ende. Wir müssen jetzt nochmal gucken, wie wir von A nach B kommen und wie wir uns orientieren. Ich denke mal, darum geht's hier. Jetzt ist die nächste Lektion dran. Navigation mit VOR. Wenn Sie über Landflüge ohne die Unterstützung durch ein GPS durchführen wollen, müssen Sie lernen, wie man mit Unterstützung von VORs navigiert. Na, dann gucken wir mal, was das heißt. Starten das mal. Und sehen, was uns dann erwartet dabei. Wir sind bereit, um zum Flugplatz Juno International zu fliegen. Ich werde für den Moment das Flugzeug fliegen, damit sie sich orientieren können. Ja. Wir fliegen auf dem Radial 295 des VOR-Sisters Island. Den Sender eines VORs kann man sich wie die Narbe eines Fahrrades vorstellen. Eines Fahrradrades vorstellen. Er sendet wie die Speichen des Rades 360 Radiale aus, um ihnen zu vermitteln, wo sie sich im Verhältnis zur Narbe befinden. Wir werden daher eine dieser Speichen folgen, um Sisters Island zu erreichen. Danach werden wir einem anderen Radial von Sisters Island wegfolgen, um Juno zu erreichen. Wir befinden uns auf dem Radial 295 jener Speiche, die vom Sender des VORs auf dem Steuerkurs 295 gesendet werden. Die Ringe vor uns sollen dieses Radial darstellen. Ja, 296. Okay. 294. Ja, okay. Super. Wir befinden uns jetzt auf dem Radial 295, aber nachdem die Radiale als Steuerkurs vom Vor weggemessen werden, wir uns aber auf das Vor zubewegen, bedeutet, dass wir einen Steuerkurs von 115 Grad fliegen können, müssen den Gegenkurs von 295 Grad. Werfen Sie einen Blick auf Ihre Anzeige für die Kursabweichung oder Kurs, kurz CDI. Course Division Deviation Indicator. Ja. Und? Senkrechte Balken steht hier für die Anzeige der lateralen Kursabweichung. Der CDI zeigt den gewünschten Kurs im Verhältnis zur tatsächlichen Flugzeugposition an. Habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden. Nachdem ich unsere Funknavigation darauf eingestellt habe, auf dem Radial 295 des VOR Sister Island zu fliegen, wo wir uns genau auf dem richtigen Kurs für dieses Radial befinden, können Sie sehen, dass der CDI genau in der Mitte ist. Aber beobachten Sie, was passiert, wenn wir uns vom Kurs wegbewegen. Können Sie sehen, wie sich der senkrechte Balken der Anzeige für die Kursabweichung. Ich sehe hier ehrlich gesagt überhaupt keinen senkrechten Balken. Welchen senkrechten Balken meinen die? Ach so. Der hier. Der hier. Wieso gucke ich dann dahin? Der hier. Ja. Nach links aus der Mitte weg. Das zeigt uns an, dass wir nach rechts vom Kurs wegbewegt haben und nun unseren Steuerkurs nach links anpassen müssen, um das Radial wieder aufzunehmen. Wenn Sie aus dem Fenster blicken, sehen Sie, dass sich das Radial 295 auf unserer linken Seite befindet. Das stimmt dann auch mit der Anzeige für die Kursabweichung überein. Kehren Sie auf den korrekten Kurs zurück.
Okay, Sie wissen an dieser Stelle einmal alles, was Sie benötigen, um zum VR zu fliegen. Wir fliegen nun richtig. Das ist die Gegend rund um das Fort. Okay. Das hier war die große Abweichung. Zu viel runter. Verdammte Axt. Noch nicht so ganz verstanden. Da war ich jetzt ein bisschen schwer mit. Sieht zwar ein bisschen doof aus, aber. Nichts mitbekommen davon, eigentlich warum ich das hier mache. Werde ich das auch noch verstehen. Ich halte irgendwie zu komplett für bescheuert. Das ist so wie die Narbe eines. Wenn du den Radial 0,35 von der Narbe wegfliegen. Okay, da unten schlägt das ein. Ja, okay. Sich dabei zu bewegen. Drehen Sie auf den Stab 0,35. Und ja, okay. Thank you.
bewegt er sich schon? Jetzt habe ich es verstanden, ist klar. Jetzt bin ich erstmal praktisch genau auf den Kurs einpendeln. Und dann muss ich genau nach 35 Grad Kurs fliegen. Also ich muss jetzt noch ein Stück weiter nach links und jetzt im Prinzip. Geflogen. Ja, haben wir geschafft. Ich habe es verstanden, warum. Und ja, es war jetzt nicht 61%, ist jetzt nicht so der Knaller. Aber besser als nichts. Ich habe es überstanden, ich habe es geschafft. Sehr schön. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich danke euch für jeden Like, jeden Kommentar, jedes Abo. Morgen gibt es um 12 Uhr die nächste Folge. Dann landen wir mit ILS. Gucken mal, wie das dann funktioniert. Einen ILS-Anflug fliegen, also morgen. Ansonsten, die Landwirtschaft Interessierten, heute 14 Uhr, nächste Folge Let's Play LS17. Ja, kann man sagen, heute Abend LS17 Livestream. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und verabschiede mich. Ciao!